butterflies are floating like your red hair in the breeze. Spring awakening, new love takes me into lilac dreams. Lay beside me, whisper softly your sweet empathy. Crisp reflections on the water of you close to me. Dein Magnum ist suchen. Nee, fahr mal weiter. Hä? Fahr mal weiter. Ich weiß nicht, was. So und nicht anders. Wolltest du mal was von dem, oder was? Nö, gar nicht. Nicht? Nee, eigentlich überhaupt nicht, wirklich. Er hat mich... Weil ich glaube, ich habe mal was von der Lari gehört. Naja, hier Lari hat, wo ich bei ihm stand und einfach auf ihn gewartet habe, weil ich hatte halt keine Kontakte so und dachte mir, hey cool, den kenne ich, den gehst du einfach besuchen. Kam halt Lari an und meinte dann halt, also hat mich erstmal weggeschleppt, dann hat sie mich irgendwann wieder hingeschleppt, weil er dann vor der Tür war. Und dann meinte sie hier, ja, hier ist deine Freundin und so. Meinte, ach so, ist ja noch nicht, vielleicht solltest du sie mal fragen, ob sie deine Freundin werden soll. Und er ist halt einer, der das sehr langsam angeht. Und dann meinte ich, oh Spaß, nee, erstmal kommt das Motorrad dran. So wegen dem Tune halt, weil er das ja tun wollte. So, aber seitdem war halt nichts. Also daraus ist nie irgendwie was geworden. So eine große Fresse, wie der Typ hat, könnte ich jetzt immer noch da einreiten mit einem Jungen, da komplett alles über den Haufen schießen. Finde ich gar nicht so. Ich glaube echt, du hast ihn verwechselt mit seinen anderen Leuten, die neben ihm standen. Also weiß ich gar nicht. Selbst wenn da irgendwie Leute angekommen werden oder so. Ich habe irgendwie nie mitbekommen, dass er so... So halt, so. Aber der hat mal zu dir gesagt, jetzt kannst du mal deinem Freund dein neues Auto zeigen, weißt du? Ja, das habe ich halt auch nicht mitbekommen. Du standest direkt neben ihm. Ich weiß, aber ich habe das nicht, echt irgendwie nicht, also ich habe es überhört anscheinend. Weil du nur im Kopf warst. Weil er wollte ja gar nicht erst, dass du erfährst, dass er das ist. Und ich meinte aber, nein, ich lüge ihn nicht an. Würde halt interessieren, wer das war, der so eine große Fresse hatte. Ja, es war, wie gesagt, ich habe sogar die Beine am Anfang sogar verwechselt, weil die beide vermummt waren. Die waren ja auch bis zum Ende vermummt. Also hätte ich das nicht durch Zufall mit der Stimme rausbekommen, weil er in dem Moment kurz die Hände gehoben hatte, hätte ich gar nicht gewusst, wer eigentlich von dem Magnum gewesen wäre. Es war voll wie. Wenn du wirklich meinst, dass da so normal ist, würde ich sagen, dass da halt mal kommen soll oder so, aber habe ich auch keinen Bock drauf, wenn er wirklich die große Fresse hatte. Ist dann eskaliert. Ich kann es mir echt schwer vorstellen, weil wie gesagt, selbst da in der Zeit, wo wir da standen oder so, ich weiß gar nicht, ob da auch andere Leute gekommen sind, aber der ist da irgendwie, also habe ich zumindest noch nicht mitbekommen, dass der irgendwie so, ja halt so ist, wie du das gesagt hast. Deswegen, ich kann es mir echt nur voll schwer vorstellen. Ich erkenne ihn halt auch nur zum größten Teil von der Stimme her. Fräulein, wir haben bald wieder Stress. Oder was ist wieder? Wir haben bald Stress. Haben wir? Ne, wir haben wieder. Haben wir? Bald wieder. Warum das denn? Wenn es so weitergeht. Was denn? Weil du meine Fahrkünste schlecht redest. Gar nicht. Ich. Oh. Gib dir nur Tipps. Tipps? Mach du erstmal deinen Führerschein beim ersten Mal. Tch, das hat nichts zu bedeuten. Umso besser fahre ich halt jetzt dann so. Übung macht den Meister, du weißt schon. Meinst du, der Fahrlehrer hat dein Talent nicht gesehen? Das hat er bestimmt. Nach dem vierten Mal. Es war so dieses Mitleids, na gut, okay, komm.
Lassen wir es durchgehen. Hallöchen, möchtest du was aus meiner Box haben? Ja, cool, nein, danke. Das verschlägt mir gleich die Stimme, Mann. Okay, alles klar. Cool. Tschüss. Ciao. Haben Sie auch größere? Ja. Baby. Ja. Mhm. Ey, geiles Auto, Mann. Wie bitte? Oh, geiles Auto. Ja. Schatzi. Schatzi. Was denn? Wie heißt du? Abigail. Hallo. Steig auf. Michael. Nein, Mann, hallo. Lass die mal. Hallo. Er macht Spaß. Hau ab, Mann. Alles Spaß. Sorry. Heißt deine Freundin Gaty? Nein. Komm, weg hier. Alter, Jalla. Wir haben es geschafft, die loszuwerden. Ja. Ich meine, bei mir ist Karma selbst sofort gleich mit einer Waffe an, ey. Mhm. Ich hab gefragt, was das sein soll da hinten, was der Kollege macht mit dir mit der Waffe. Und dann hat er gesagt, ja, oder macht nur Spaß. Und dann hat er gesagt, dass er es da runter machen soll. Frag mich nicht. Wenn ich ihn nochmal sehe, sag ich nochmal was. Crazy. Nein, vergiss es einfach, scheiße. Wir dürfen als Zivis keine Leute hochnehmen. Ey, Jungs! Ja! Hey, ihr seid das! Ich wollte es euch nochmal sagen, gell? Wenn ihr keine Gruppierung habt, dürft ihr keine Leute überfallen. Jungs. Bitte? Wenn ihr keine Gruppierung habt, dürft ihr keine Leute überfallen. Warum? Ja, das Hallo? Weil ihr das nicht dürft, steht in Staatsregeln. Ehrlich jetzt? Ja, wo kann ich diese Regel sehen? Ey, du in einem. Musst du lesen? Weil ich hab keine Ahnung. Okay, hab ich eigentlich. Ich hab eigentlich alles durchgelesen. Hm? Ich hab die nicht gefunden, diese Regel. Also ich war auch der Meinung, ja, ich auch. Musst du nochmal gucken. Ja, guck mal wirklich lieber, weil sonst gibt's unnötig danke, Stress. Voll nett. Ja, okay. Hast du recht. Aber danke für die Information. Ja, alles gut. Danke. Ja, dann mach's gut.